Ja, einen wunderschönen guten Tag hier an diesem doch etwas tristen Wetter. Ich finde das total toll, dass hier in Lingen heute die Kundgebung stattfindet, dass auch so viele Leute gekommen sind. Das ist ein Anfang wieder. Es muss wirklich hier viel mehr passieren. Dieser Atomstandort Lingen ist uns eigentlich schon lange ein Dorn im Auge, denn man kann gar nicht weit genug weg wohnen, um nicht vor Lingen Angst zu haben. Und deswegen wirklich sowohl die Brennelementefabrik wie das AKW nebenan müssen stillgelegt werden. Nicht erst 2020 und auch nicht irgendwann am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern jetzt und sofort. Und das geht sowohl an die Adresse der niedersächsischen Landesregierung wie auch an die Adresse der Bundesregierung. Die Zeit des Wegguckens hat jetzt endlich mal ein Ende. Die Probleme sind hier und die Probleme müssen gelöst werden. Und das kann man nur lösen, indem man die Anlagen halt stilllegt. Und völlig korrekt, ja. Wir sind ja vor ein paar Wochen durch eine Meldung aufgeschreckt worden, dass die Bundesregierung doch mal den Katastrophenschutz versucht hat zu üben, wenn es einen Super-GAU gibt. Und diese Katastrophenschutzübung ist eine Katastrophe selbst gewesen, weil die Bundes- und Landesbehörden, die das so unter sich mal ausgetestet haben, mit der Sache überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Und Lehre Nummer eins, ein Super-GAU ist verwaltungstechnisch nicht beherrschbar. Wer das glaubt, hat irgendwie was nicht verstanden. Und man muss es sich wirklich noch mal verdeutlichen. Das AKW liegt ja hier hinten im Wald ein Stück weiter. Den Kühlturm haben ja bestimmt einige auf der Hinfahrt gesehen. Bei diesem simulierten Störfall ist irgendwann Radioaktivität ausgetreten. Zu dem Zeitpunkt hat man in Berlin erstmal darüber diskutiert, wen man überhaupt mal benachrichtigen könnte. Und das hat 40 Minuten gedauert, bis man das überhaupt weitergereicht hat, dass das austritt. In der Zeit, bei vorherrschender Windrichtung, ist die Radioaktivität schon fast an der nordrhein-westfälischen Landesgrenze angekommen, die ja hier auch nur knapp 20 Kilometer entfernt liegt. Von daher, das ist hier keine niedersächsische Alleinsache. Wir in Nordrhein-Westfalen sind davon genauso betroffen und ein paar Stunden später sind auch die Menschen in Hessen und in Bayern und in anderen Bundesländern betroffen. Und wenn der Wind in die andere Richtung geht, dann sind halt die Menschen in den Niederlanden betroffen. Und bevor in dieser Katastrophenübung sich die Ministerien und Bundesamt für Strahlenschutz auf irgendwas geeinigt haben, die Öffentlichkeit zu informieren, da war im Ernstfall wäre die radioaktive Wolke schon über Osnabrück, über Münster, über Bielefeld schon hinweg gewesen. Und selbst dann kommt man mit solchen tollen Ratschlägen raus, ja, bleiben Sie zu Hause, aber besorgen Sie sich Jodtabletten. Ja, wie soll das funktionieren? Das geht überhaupt nicht. Und den Landwirten hätte man geraten, ja, gehen Sie doch noch raus und holen Sie das vom Feld runter, was Sie gefahrlos runterholen können. Ja, woher soll ich das als Landwirt denn entscheiden können, ob das jetzt gefahrlos ist? Radioaktivität sieht man doch nicht. Und das ist nach 26 Jahren Betrieb dieses Atomkraftwerks hat man sich überhaupt mal überlegt, wir könnten das mal üben. Und weil das so in die Hose gegangen ist, hat man gesagt, oh, dann lassen wir es lieber doch geheim. Ne? Dann sagen wir es lieber gar keinem. Schön in die Schublade, alle haben eine Stellungnahme abgegeben, war echt gut, dass wir das mal geübt haben. Alle kriegen auch ein neues Faxgerät, damit es beim nächsten Mal schneller läuft, aber besser der Bevölkerung sagen wir nichts. Und das ist eine Art und Weise, wie man mit dem Schutz der Bevölkerung umgeht, die ist nicht akzeptabel. Wer eine Atomanlage betreibt, muss auch sicherstellen können, dass er zu jedem Zeitpunkt die Sicherheit der Bevölkerung garantieren kann. Und ich wiederhole, zu jedem Zeitpunkt. Und nicht nur, wenn schönes Wetter ist und wenn irgendwie alles gut läuft. Das reicht nicht. Und nach dieser Katastrophenschutzübung hätte es für Frau Hendricks in Berlin und für Herrn Wenzel in Hannover nur eine einzige vernünftige Lösung gegeben. Am Montagmorgen hinzukommen und sagen, RWE, AKW wird abgestellt, tschüss, machen Sie die Tür zu. Und das muss man sich wirklich immer wieder vor Augen führen. Radioaktivität kennt keine Grenzen, keine Landesgrenzen, keine Kommunalgrenzen. Und die haben ja noch nicht mal geübt, was denn die Kommunen dann hätten machen sollen. Die sind ja gar nicht informiert worden. Also die hätten es auch nur aus dem Radio gehört. Irgendwann mal. Und die sind aber natürlich diejenigen, die es umsetzen sollen. Das ist absurd. Das ist Absurdistan. Wirklich. Aber auf unsere Kosten, weil wir mit den Gefahren leben müssen.
Und deshalb haben wir uns kurz danach mit mehreren Initiativen, Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, IPPNW, Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen, Anti-Atomgruppe Osnabrück, entschlossen, eine Resolution auf den Weg zu bringen zur sofortigen Stilllegung des AKWs und hier der Brennelementefabrik. Die Resolution ist ja auch breit rumgegangen. Wir waren am Mittwoch hier, haben eine Pressekonferenz gemacht. Da hatten wir 59 unterstützende Organisationen. Mittlerweile, Stand von gestern Abend, es sind schon 75. Und es kommen immer noch mehr dazu und wir sammeln weiter. Und sobald wir 100 zusammen haben, werden wir es Herrn Wenzel und Frau Hendricks wieder schicken. Wir werden jetzt nicht mehr Ruhe geben. Das AKW und die Brennelementefabrik müssen stillgelegt werden. Mein Name ist Konrad Wolking von der Anti-Atom-Gruppe Osnabrück. Die Meldung war offiziell angemeldet als Teil der Urantransporte-Konferenz, die in Münster stattgefunden hatte, wo internationale Gäste da waren und die sich jetzt auch hier in Lingen umschauen wollte. Gäste kamen aus Frankreich, aus Russland und aus den Niederlanden. Zur Anti-Atom-Bewegung bin ich gekommen, weil die Bundesregierung ihren Ausstieg aus dem Ausstieg beschlossen hatte. Das war für mich das Startsignal zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Man muss aktiv werden und auch seine Meinung eindeutig kundtun. Ich finde, mit dieser Übung, die hier am Atomkraftwerk Lingen stattgefunden hat, wurde eindeutig dokumentiert, dass es nicht beherrschbar ist. Und wenn man das Beispiel Lingen nimmt, dann gehörte Lingen auf jeden Fall stillgelegt, weil es wurde ja wirklich hier vor Ort festgestellt, dass es nicht von den Behörden abgewickelt werden kann.